Hallo und herzlich willkommen zu Warsim vs. Dominika! Nordmann! Okay, Professor Layton vs. Nordmann. So. Die Weihnachtsfolge von Professor Layton. So, ich möchte heute mal tatsächlich wieder mit einem Intro-Gag beginnen. Und zwar ist der an dich gerichtet, Marc. Ja, und zwar: Was sitzt im Baum und jubelt? Fuck! Ich muss das hier verschieben. Naja, schieb's nicht ins Bild. Es ist ein... Juhu! Richtig! Sehr schön. Ja. Sowas mag ich. Du auch, ne? Ja. Juhu! Ah ja, du auch. Ich auch? Ja, ich auch. Aber du, weißt du... Du bist ein haariges Biest. Weißt du, was ich überhaupt nicht mag? Mich? Nein. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht... Wadenkrämpfe und Verspannungen durch... Scheidenpilz-Cremesuppe von Maggi Meisterklasse. Juhu! So, und bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir leider noch ein anderes Thema anschneiden. Und zwar... Dieses Let's Play wird gesponsert von Donkey. Was? Nee, dieses... was? Wie? Von wem? Das wirst du jetzt nicht verstehen, aber die Leute, die es schauen, vielleicht. Okay. Nein. Ach so, weil du irgendwas in die Kamera hältst, was ich nicht sehen kann. Richtig. Ah, okay, ich hab's verstanden. Nein, was ich sagen wollte. Und zwar, es wurde in einer der letzten Folgen in den Kommentaren etwas angesprochen. Da möchte ich jetzt mal Stellung zu nehmen. Das habe ich nämlich auch in einem anderen Kommentar versprochen. Es ging nämlich um folgende Stelle aus einer der letzten Folgen. Nee, aber... Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich wollten sie dem nicht zu viel Screentime lassen. Der ist einfach zu... Du darfst es nicht einfach stoppen! Arsch! Okay, Entschuldigung, nochmal. Ich fand einfach, er ist zu... Köstritzer Schwarzbier. Entschuldigung. Alter. Na okay, jetzt darfst du. Jetzt darfst du, ich nehme die Hände hoch. Ich tu nichts mehr. Ah, ich finde, der Typ ist wie du ein bisschen... Gay. So, an dieser Stelle, so sehr ich es auch versucht habe... Was? Welche? Ach so. Ich hab nichts mitbekommen. Ja, das ist was du nicht gesehen hast. Sauerei. Was? Sauerei. Ja, nee, an dieser Stelle, ich habe mein Bestmöglichstes versucht. Bestmögliches. Wenn ich Bestmöglichstes sage, dann kriege ich wieder irgendwie von jemandem Schelte in den Kommentaren. Dann muss ich mich dann im nächsten... Ja. Dann muss ich mich nämlich im nächsten Intro dazu äußern, das will ich nicht. Also ich habe mein Bestmögliches getan, um es zu verhindern, aber da drang eben dieser Spruch durch, naja, dass ein gewisser Charakter, zu wenig Screentime hätte, weil er schwul wäre. Ach ja. Ja, genau. Wer hat das denn gesagt? Du oder ich? Das hast du gesagt. Aber, wie jetzt, Moment. Ach so, übrigens, dieser Charakter hat dann doch mehr Screentime gehabt, denn er war immer noch mit Luke im Zeugenstand. Haha! Haha! Oh, Mist! In den Sound-Files, die man sich so anhören kann, in den Voice-Files, da gibt's tatsächlich dieses Haha! Aber von jemand anderen, von Bostro. Echt? Gibt's so gar nicht. Ich will das als Sound haben. Als Sound, das? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller! Ja, der ist auch neu. Nee, was ich sagen wollte, und zwar, jetzt zu dem Thema. Da wurde auch in dem Kommentar das Wort homophob genannt. Jetzt möchte ich natürlich sagen, erstens mal, wir sind nicht wirklich homophob. Okay, Das kann ja jeder behaupten. Schau mal, ich lebe mit einem Mann zusammen.
Er liegt auf mir. Und lässt sich von mir kraulen. Ach, Joey. So, was ich dazu sagen wollte, nämlich, die Wahrheit ist, mindestens einer von uns beiden ist tatsächlich schwul. Ja. So. Gell, Joey? Ich meinte nicht mich und Joey. Die Sache ist nämlich so, also das ist jetzt ehrlich gesagt was Privateres, aber ich möchte das mal so aussprechen. Wir beide hatten definitiv schon Beziehungen zu Frauen. Bloß einer von uns beiden, Mist, das schneide ich raus. mindestens einer von uns beiden hat sich irgendwann dazu entschlossen, ans andere Ufer zu wechseln. Ja, und deswegen, sind wir eigentlich beide nicht homophob. Der eine nicht, weil er es ist, und der andere nicht, weil er ja hier ist. Trotzdem. Richtig. Sozusagen. Genau. Also, außerdem, was ich noch sagen möchte zu den ganzen homophoben Witzen oder sowas, oder eigentlich, es ist nicht homophob. Phobie heißt, man hat Angst vor etwas. Und ich finde, Leute, die schwulenfeindlich sind, sind nicht homophob, die sind einfach nur Arschlöcher. Intolerante Arschlöcher. Nee, das hat so sogar mal. Das hat nämlich mal irgendein berühmter Schauspieler so gesagt. Ich weiß nicht mehr wer. Oliver Kalkofe im Zweifel. Nein, ich glaube Morgan Freeman oder. Ich glaube, das war ein. Ich glaube, das war ein schwarzer Schauspieler. Naja, die kannst du eh nicht ernst nehmen. Ja, also auf das Thema wollte ich nämlich nochmal zurückkommen. Und zwar, wir sind wir sind nämlich nicht feindlich gegenüber irgendwelchen Minderheiten. Wir sind feindlich gegenüber allen Minderheiten und gegenüber Mehrheiten. Ja. Das ist ja gar keine Diskriminierung dann. Genau. Wenn man einfach alle Kacke findet. Richtig. Und wenn man über alles und jeden Witze macht, dann ist es doch eigentlich keine Diskriminierung mehr, dann ist es Gleichberechtigung. Richtig. So, das hat leider schon. Nicht, dass uns Erdogan noch anzeigt. Wieso? Weil wir uns. Nee, Moment, über den haben wir uns noch nicht lustig gemacht. Das müssen wir noch. Ist aber erstmal. Aber erstmal fortsetzen. So, wir gehen jetzt wieder in den Spielstand mit mehr Zeit. Ich freue mich jetzt schon auf die ersten Fanarts von uns beiden, wie wir so, du weißt. Ja, ich auch. So, was ich aber noch fragen wollte, genau. Schreibt mal in die Kommentare. Wie gesagt, mindestens einer von uns beiden hat es durchgemacht, nach Beziehungen zu Frauen irgendwann nur noch Beziehungen zu Männern zu haben. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, wer denkt ihr, ist es? der Herr, der da gerade so hämisch lacht, oder ich, oder wir beide? Lachen wir nicht beide hämisch gerade? Ja eben, wir lachen beide hämisch, deswegen könnten wir es auch beide sein. Nur Joey bewahrt sein Pokerface. du darfst jetzt übrigens vorlesen. Moment, Great, now let's get back to the game. Vor allem, wir haben eine halbe Folge verquatscht damit, dass jemand schwul ist. Ja komm, wir verquatschen auch sonst halbe Folgen damit, dass jemand... Nicht schwul. Ja. Dass Emmy heiß auf... ist. Ich freue mich jetzt schon auf den Kommentar, dass wir zu viel Screentime gekriegt haben, weil wir schwul sind. Der ist gut. Ach ja, übrigens, wer Fanart machen möchte von uns beiden, wie wir, immer gerne, immer her damit. Wirklich? Ja. Von mir aus. Ich will sowas jetzt haben. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Okay, dann lies mal lieber vor, bevor mir noch weitere Gedanken kommen. Vor 3 Monaten wurde der Alchemist, der hier... Moment mal, hatten wir das schon mal? Moment mal! Moment mal! Ja. Ermordet, ich weiß nicht. Ich denke, das hatten wir schon. Und jetzt sind wir es die... Ja, okay. Ja, gänzlich aus Gold. Ja, das war einfach vor ist dem Prozess. Ist ja noch der gleiche Prozess. Ja.
Genau. Boom! Ihr habt die Neugier des Richters geweckt. Was genau hat nun das Portal passiert? Jonathan Frakes. Oh Mann, ich krieg hier aber schon wieder, Moment. Wadenkrämpfe und Verspannungen durch Laborchef Dr. Klenk? In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Juhu! Moment, ich muss mir echt immer... Ich muss mir merken, dass ich den Sound eigentlich abbrechen muss. Wie ging denn das nochmal? In der Tat? Ja. In der Tat? Aber, ja. Ich werde mich bemühen, nicht wieder 10 Minuten über in der Tat zu lachen. Es waren nur 3,5 oder 4. Achso, okay, dann geht's. Es war trotzdem krass. Oh, wofür hat die Hexe das magische Portal? Bei dir. Wofür hat die Hexe... Wofür hat die denn nu? Achso, du musst das vorlesen. Ah, Entschuldigung, ich habe gerade Licht angemacht, weil bei mir irgendwie alles sehr dunkel war und irgendwie so durch meinen Bart ich auch sehr schwarz aussah. Wofür hat die Hexe denn nun das magische Portal benutzt? Das da? Meinst du das? Ja, das hätte ich gesagt nach dem letzten Mal eigentlich. Ja, aber was ich nicht verstehe im Moment, der Stab hat doch die... Oh, die hatte 2 Stäbe! Jetzt verstehe ich's. Einmal den Goldor und Umbra Stab und einmal den Goldor und irgendwas Stab. Aber wo stimmt, ist der da fehlt uns noch ein Zauberspruch. Wo ist die zweite Tatwaffe? Noch im Besitz des Täters. Oh weia. Okay, dann präsentieren. Sophie, du fängst an. Ja. Präsentieren wir es mal. Juhu! Juhu! Das müsste man eigentlich als Sound haben für Nimm das. Juhu! Es kam auch gerade so schön gleichzeitig. Angesichts. So, als würdest du reinschmeißen, so Juhu! Angesichts des Tatorts gibt es nur eine Möglichkeit. Und zwar kann es nur die Thalea Magica sein. Was geht nun vor sich? Die Thalea Magica wurde am Schauplatz des Verbrechens gefunden. Das Portal hat damit nichts zu tun. Einspruch, genau. Inquisitor Flamberg, ihr seid Opfer einer falschen Annahme. Schon wieder? Ein Opfer. Opfer. Einer falschen Annahme? Yep. Die Hexe hat nicht versucht, einen Beweis vom Tatort zu entfernen. Im Gegenteil, sie wollte einen Beweis platzieren. Hatten wir das nicht schon mal? Ich glaub schon. Bla bla bla, Portal in den Juhu! Raum. Boom. Ihr und eure wilden Theorien. Ist euch eigentlich bewusst, welch wirres Gerede eurem Mund entfleucht? Okay, das Wort entfleucht ist mir neu. Vielleicht ist es doch noch nicht passiert. Wenn sie den... Was war denn rot bei mir? Oh Gott, Clarence. Clarence. Wenn sie den Stab in den Raum geworfen hat, dann heißt das... Ganz genau. Sie hat es getan, um... hatte ich überhaupt noch... wen hatte ich denn in rot? War das wirklich Dominika? Nee. Ich glaube, Dominika hat sich nicht geändert. Dominika hat sich nicht geändert, dann waren nur die in Klammern Sachen auf einmal verschwipst. Also okay, uns zu täuschen und uns auf die falsche Fährte zu locken. Die Hexe war während des Verbrechens nicht im gleichen Raum. Sie wirkte den Zauber von außerhalb. Was? Was? Ruhe! So ein Mist! Ja. Worauf warten wir jetzt? Ach so, ja, Moment, ich muss ja weiterklicken.
Great. Now let's get back to the game. Mach ich doch. Es gibt einen weiteren Beweis, dass der Stab von außen in den Raum geworfen wurde. Ach, dieser Beweis wurde doch auch bloß in den Raum geworfen. Oder nein, diese Behauptung. Bitte, welcher Beweis soll das sein? Jonathan Frakes. Das wollte ich auch gerade. Es handelt sich um... Jonathan Frakes. Zuvor abgebrochenen Arm, der übrigens der rechte ist. Gibt's doch gar nicht. Auf einen Roller! Oh Mann. Moment, Doping für die Haare, das gibt's doch gar nicht, nein. Ich hätte gerade... Nix. Du hattest gerade nichts, nix? Nee. Jener Arm des Opfers? Wie soll er denn irgendwas beweisen können? Nichts ist unmöglich! Juhu! Kein einziger Zeuge hat ausgesagt, dass er den Stab gesehen hat. Doch einige haben gehört, wie er zu Boden fiel. Das stimmt. Schaut euch die den Übersichtsplan noch einmal genau an. Da der Arm hier aufrecht stand, wissen wir, dass die Angeklagte den Stab nicht hätte fallen lassen können. Von wo aus müsste man nun den Stab fallen lassen, damit er dort landet? Oh. Oha! In der Tat. In der Tat ist noch nicht einzeln, oder? Doch, nee, das noch nicht. Schade. Okay. Weil ich immer noch nicht raus habe, wie ich das rechtzeitig wieder stoppen kann bei mir. Achso, ja, mit der STRG-Taste klappt das wahrscheinlich nicht. Lass mal probieren, vielleicht funktioniert es ja heute. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Nö, anscheinend nicht. Ich habe versucht, Juhu zu drücken, aber... Juhu! Achso, ja, das war sein Spruch, okay. Ihr begreift es nun also auch, der Stab kann nur aus dem kleinen Portal gekommen sein, das die Hexe mit Goldtor schuf. Achso, Tor. Für Goldtor, aber was ist dann Gold? Ein Golftor. Ein Loch. Ein Loch? Ja, das Tor beim Golf. Oh. Das hat gedauert. Dies ist sehr überraschend. Die Hexe war also nicht im Raum, als sich das Verbrechen ereignete. Zumindest behauptet dies der Vorgänger. Verteidiger. Ja, der Warum auch. Hab ich das eigentlich auch? Ich habe auch erst Vorgänger gelesen. Stand das vorher da? Könnte sein, ich weiß es gar nicht. Ja.